Ich darf euch im Namen der Weide Genossenschaft recht herzlich begrüßen. Freue mich, dass ihr so viel gekommen seid. Ihr dürft so ruhig weiter zukommen zum Kreuz, dass ihr es versteht. Ich darf euch auch ersuchen, die Getränke jetzt streng einstellen während der Messe. Besonders begrüßen möchte ich unseren Herrn Bürgermeister Andreas Ganaus samt Gattin. Weiter sind Ulm und Weideobmann von Niederösterreich, Sepp Meierhofer samt Gattin. Und ganz besonders möchte ich begrüßen unseren Herrn Kaplan und dürfen ersuchen, mit dem Gottesdienst zu beginnen. Ich freue mich auch sehr, sonst ist es zu laut, dass ich heute hier heroben sein darf. Mit so einer großen, gewaltigen Schar habe ich nicht gerechnet. Es ist schön, dass ihr alle da seid und dass wir uns hier einfinden zur Feier der Messe, aber auch zur Segnung des Kreuzes, das hier aufgestellt wurde. Es ist ja wirklich wunderschön. Der Platz ist sehr passend und es wird sicher für viele, die da vorbeikommen, die da wandern, ein Rastplatz sein und ein Platz zum Innehalten und hoffentlich ein Platz fürs Gebet und zum Nachdenken. Es sind heute in den Lesungen der Liturgie auch Texte, die sehr zum Nachdenken anregen. Deshalb ist der Ort heute, die Natur, wirklich auch ein wunderbarer Platz für die Feier der Heiligen Messe. Ich werde gleich zu Beginn die Segnung des Kreuzes vornehmen, weil wir ja in jeder Heiligen Messe das feiern und gegenwärtig setzen am Altar, was Jesus am Kreuz für uns gewirkt hat. Er ist für uns gestorben, dass wir diesen Zugang zum Vater wieder gewinnen, dass wir diese Trennung, die die Sünde und die das Unheil zwischen Gott und Mensch bringt, wieder überwinden können. Dafür steht das Kreuz. Es ist für uns Christen nicht das Zeichen des Todes, sondern das Zeichen des Sieges über den Tod. Wir kennen das alle aus der Mathematik, das erkläre ich den Firmlingen immer ganz gern. Das Minus, das kommt in unserem Leben sehr oft vor. Und der Herr Jesus hat aus dem Minus ein Plus gemacht, dafür steht das Kreuz. Und so wollen wir vor Beginn dieser Feier der Heiligen Messe um den Segen für dieses Kreuz bitten. Herr unser Gott, dein Sohn hat uns durch sein Sterben am Kreuz mit dir versöhnt. Schau auf deine Diener, die dieses Kreuz errichtet haben. Gib, dass sie durch die Kraft des Gekreuzigten vor Unheil bewahrt werden. Hilf ihnen täglich, ihr Kreuz auf sich zu nehmen und auf dem Weg des Evangeliums sicher ihr Ziel zu erreichen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Gott, unser Vater, du hast uns durch den Kreuzestod und die Auferstehung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, zur Fülle des Lebens befreit. Segne dieses Zeichen des bitteren Leidens, das er für uns ertragen hat. Es ist zugleich ein Zeichen des Sieges über Sünde und Tod. Stärke alle Menschen, die dieses Kreuz ehren, im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Lass alle, die hier vorübergehen, im Schutz des gekreuzigten Erlösers geborgen sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Und so beginnen wir diese Feier
diese heilige Messe im Zeichen unserer Erlösung im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Zu Beginn wollen wir darüber nachdenken und kurz in uns gehen und den Herrn um Verzeihung bitten, wo wir oft einfach so in den Tag hineinleben. Wir werden heute in den Lesungen hören, was bewusstes Leben heißt. Und ich denke, viele von euch, die oft wandern gehen, suchen auch diesen Abstand zur Hektik und zum oft beinharten Alltag. Bitten wir den Herrn um Verzeihung, wo wir Fehler begangen haben und wo wir etwas in unserem Umfeld besser tun können. Ich bekenne Gott, den Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, in Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Ehre sei Gott in der Höhe. Unser Vater, steh deinen Dienern bei und erweise allen, die zu dir rufen, Tag für Tag deine Liebe. Du bist unser Schöpfer und der Lenker unseres Lebens. Erneuere deine Gnade in uns, damit wir dir gefallen, und erhalte, was du erneuert hast. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Kolossa. Schwestern und Brüder, seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt nach dem, was oben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus, unser Leben, offenbart wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Darum tötet, was irdisch an euch ist: Unzucht, Unreinheit,
Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Taten abgelegt und habt den neuen Menschen angezogen, der nach dem Bild seines Schöpfers erneuert wird, um ihn zu erkennen. Da gibt es dann nicht mehr Griechen und Juden, Beschnittene und Unbeschnittene, Barbaren, Süiten, Sklaven, Freie, sondern Christus ist alles und in allem. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit bat einer aus der Volksmenge Jesus: Meister, sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen. Er erwiderte ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler bei euch eingesetzt? Dann sagte er zu den Leuten: Gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn das Leben eines Menschen besteht nicht darin, dass einer im Überfluss seines Besitzes lebt. Und er erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Auf den Feldern eines reichen Mannes stand eine gute Ernte. Da überlegte er bei sich selbst: Was soll ich tun? Ich habe keinen Platz, wo ich meine Ernte unterbringen könnte. Schließlich sagte er: So will ich es machen. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und meine Vorräte unterbringen. Dann werde ich zu meiner Seele sagen: Seele, nun hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruh dich aus, iss und trink und freue dich. Dann sprach Gott zu ihm: Du Narr, noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann das gehören, was du angehäuft hast? So geht es einem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber bei Gott nicht reich ist. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, heute ist der 31. Juli. Der Juli ist vorbei, der August kommt.
Wir hören das oft, wie geht die Zeit dahin? Wie schnell ist das wieder vorbei? Jetzt steht der Herbst vor der Tür. Das Jahr verfliegt. So gehen unsere Tage einer auf den anderen dahin. Das ist etwas, wir reden ja oft über dieses Thema, wie schnell die Zeit vergeht, das uns alle prägt und beschäftigt. In der ersten Lesung, die wir heute nicht gehört haben, da im Buch Kohelet, da kommt ein Wort vor für diese verfliegende Zeit, nämlich der Windhauch. Windhauch, Windhauch heißt es da in der Lesung. Das ist ein Wort für das, wie vergänglich und wie schnell alles vorbeizieht. Ein Grashalm wächst ein, zwei Monate, dann liegt er wieder da und verwelkt. So ist es bei den Pflanzen und bei uns Menschen. Wir kennen genauso diese Erfahrungen im Leben, wo uns irgendein Schicksalsschlag ereilt, wo wir um einen Menschen trauern, der plötzlich aus dem Leben gerissen wird oder durch irgendwelche katastrophalen Umstände, dann sind wir immer mit dieser Vergänglichkeit und mit dieser Endlichkeit unseres Lebens konfrontiert. Es ist dann besonders schlimm, wenn es einen jungen Menschen trifft, aber auch wenn jemand alt ist und im hohen Alter stirbt. Wir werden immer feststellen, dass im Vergleich zur Ewigkeit oder zu dem, was wir Ewigkeit nennen, unsere irdische Zeit sehr kurz ist. Es sind die anderen, wo wir es immer wieder erleben, dass jemand verstirbt und letztendlich ist auch für uns einmal der Zeitpunkt da, wo wir dann von dieser Welt abtreten müssen. Und wir kennen das auch, es kommt gar nicht so selten vor, irgendwelche Erbschaftsschwierigkeiten, Streitigkeiten. Und genau darum geht es auch im Evangelium. Jesus wird gefragt oder um Hilfe gebeten, dass er da den Streit schlichten soll, den dieser Mann, der hier erwähnt wird, hat mit seinen Erbschaften. Und er lehnt das dann ab und er gibt dann zu bedenken, es geht um mehr in diesem Leben als nur um dieses materielle Besitzen und um das Anhäufen. Und dann erklärt er oder erzählt er dieses Gleichnis von dem Arbeiter, von dem Bauern, der seine Ernte einbringt, der sehr reichen Ertrag hat, der dann eine Riesenscheune errichten will, dass er sich anhäufen kann, seine ganze Ernte, dass er dann auch eine Ruhe hat für die nächsten Jahre. Und dann plötzlich kommt der Zeitpunkt und er muss abtreten und muss das alles lassen. Jesus stellt uns mit diesem Vergleich eigentlich zwei Fragen, die wir uns immer wieder auch stellen sollten, die auch mit unserem Leben und wie wir leben etwas zu tun haben bzw. etwas machen. Das ist die Frage, wer bin ich überhaupt? Wer bin ich? Und die zweite Frage, was ist das Ziel meines Lebens? Wir werden vielleicht bis zum Tod nie eine vollkommen zufriedenstellende Antwort für uns finden. Und es muss sich auch jeder da selber Gedanken drüber machen. Es ist doch die eigene Identität bei jedem anders und genauso auch das Ziel. Aber ein Ziel, das haben wir alle gemeinsam, oder eine Sehnsucht, die teilen wir alle, das ist diese Sehnsucht nach dem Leben in Fülle. Nach einem Leben, wo man wirklich glücklich ist. Und dieses finden wir nur bei Gott oder mit Gott. Und da zielen auch diese Texte, auch die Lesung, die wir heute aus dem Paulusbrief gehört haben, ab. Sie wollen uns aufmerksam machen, dass ein bewusstes Leben notwendig wird, beziehungsweise wenn wir Antworten auf diese Fragen finden, die ich erwähnt habe, dann hilft es auch, dass wir manche Dinge nicht so wichtig nehmen. Es ist jetzt nicht schlecht, einen Besitz zu haben oder auch
eine gute Erbschaft dann zu übergeben, aber das ist nicht der Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens liegt einfach viel, viel tiefer, und dieses Evangelium, diese Lesungen heute, die laden uns wirklich dazu ein, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie oder unter welchen Umständen sollten wir unser Leben gestalten. Und da bitten wir auch Gott, dass er uns immer wieder hilft und den Weg zeigt, einfach voranzugehen und wirklich dieses Ziel vor Augen zu haben. Der Paulusbrief, der wird damals in der Gemeinde von Kolosse hineingesprochen in eine Zeit, die der unsrigen eigentlich sehr ähnlich ist. Das ist eine Gesellschaft, die eigentlich die Fülle oder die Erfüllung in der kurzweiligen Erlebnislust oder in irgendwelchen kurzweiligen Befriedigungen sieht. Das war in der Gemeinde von Kolosse genauso. Wir kennen ja das heute, manche wissen gar nicht, wo sie von einem Fest zum anderen, was sie noch alles feiern sollen. Und trotzdem ist hier nichts Bleibendes und alles geht wieder vorbei. Wir sind aufgerufen, wirklich bewusst zu leben und den Blick dorthin zu lenken, wo die Schätze sind, die jetzt nicht auf der Welt bleiben, die wir nicht zurücklassen müssen, sondern die Schätze, die wirklich Bedeutung haben und Ewigkeitswert haben. Und dass ihr da eure Schätze sammeln könnt, die ewig sind, das wünsche ich euch an diesem Sonntag und für die nächste Zeit von Herzen. Bekennen wir gemeinsam unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir sind alle mit unseren persönlichen Anliegen und Binden wahrscheinlich auch hier heraufgekommen, und einige wollen wir jetzt vor Gott bringen. Wir bitten dich für alle Menschen, die in den Bergen unterwegs sind. Lasse durch die Weite und Schönheit der Bergwelt immer mehr deine Größe und Herrlichkeit erfahren. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich für alle, die gemeinsame Wanderungen und Touren unternehmen. Führe sie durch das Erlebnis der Natur mehr zusammen, dass sie bei diesem Gipfelkreuz innehalten, und mache sie dankbar für das Geschenk dieser Gemeinschaft. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich auch für uns selbst. Lass uns immer wieder von den Bergen ins Tal zurückkehren, in der festen Überzeugung, in deiner Schöpfung auch dir selbst begegnet zu sein. Wir bitten dich, erhöre uns. Allen Bauern sind Mitverwalter jener Lebensräume, die wir in dieser herrlichen Kulturlandschaft vorfinden. Segne und bestärke alle, die hier auf der Geißenbergalm arbeiten und wirken. Schenke ihnen deinen Beistand und deine Kraft bei ihrer Arbeit und den Erhalt dieser noch intakten Bergkulisse. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich für die verstorbenen Grundbesitzer, Halterleute, Funktionäre und Mitglieder der Almgenossenschaft. Und auch für die verstorbene junge Frau, die in jungen Jahren schon ihr Leben verloren hat durch eine Krankheit, Frau Melanie Glück. Sie sind uns schon alle ins andere Leben vorausgegangen. Lohne alle Mühe und Arbeit ihres Lebens mit dem ewigen Leben und lass sie deine Herrlichkeit schauen
in der Freude des Himmels. Wir bitten dich, erhör uns. Herr, unsere Bitten legen wir dir vor, weil wir glauben, dass du mit uns gehst und auf unseren Wegen bist. Stärke in uns dieses Vertrauen und führe uns zu dem Ziel, das du selbst bist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen.